Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck Nestlé. Gleich erfahrt ihr, wie viele Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Nahrungsmittelbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 2,6%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus der Schweiz und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 297 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und es gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium. Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen und zwar von 2,05 auf 2,8 Schweizer Franken die Aktie und in diesem Zeitraum gab es auch keine einzige Dividendenkürzung. Damit gibt es hier von mir ebenfalls einen vollen Punkt. Das dritte Kriterium. Wie groß war der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 36% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Kurseinbruch mehr erlitten als damals. Und damit gebe ich hier insgesamt einen halben Punkt. Das vierte Kriterium. Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 79% zugelegt. Und das ist ein guter Wert meiner Meinung nach. Damit gibt es hier von mir ebenfalls einen halben Punkt. Das fünfte Kriterium. Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 bei 59%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von 41% und das ist ein guter Wert in meinen Augen. Damit vergebe ich hier ebenfalls einen halben Punkt. Dann zum sechsten Kriterium. Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2020 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 4,29 Schweizer Franken. Der ist dann im letzten Geschäftsjahr angestiegen auf 6,06 Schweizer Franken. Allerdings für das aktuell laufende Geschäftsjahr prognostizieren die Analysten wieder einen Rückgang auf 4,3 Schweizer Franken je Aktie. Und deshalb vergebe ich hier 0 Punkte. Dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30? Und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer. Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzungen für das Jahr 2022 liegt momentan bei 25 und damit noch unterhalb der 30er Marke. Damit gibt es hier von mir nochmal einen vollen Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis und hier holt Nestlé in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 4,5 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten und in meiner Sicherheitscheck landet die Aktie damit auf der zweitbesten Stufe. So, und dann kommen wir jetzt noch zur Rangliste aller bisher analysierten Aktien in meinem Sicherheitscheck. Und hier landet Nestlé momentan mit den 4,5 erreichten Punkten auf dem 6. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und ihr seht immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist ca. Mitte Dezember 2022 und dann haben wir hier noch die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass hier momentan der Kurs oberhalb der gestrichelten Linie verläuft, also zumindest leicht oberhalb der Gestrichlinie verläuft und das heißt, dass die Aktie momentan etwas überbewertet zu sein scheint, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis, mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.